Ich sehe das ja nicht, ne? Ja, ich schon. Doch, kannst du auf Playlist sehen, dann siehst du nee, ich hab das ja Vollbild am zweiten Monitor. Ich will das ja. Ja, das ist ja gut. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starcraft 2 gegen 2. Aber die hat eine tolle Windmaschine. Die arbeitet hart. Das stimmt. Wer ist sie überhaupt? Pernilla. Oh, eine Coke Vanilla hätte ich jetzt auch gern. Die gibt es kaum mehr noch. Die gibt nur noch diese komische, ekelhafte ohne Zucker. Ich muss mal kurz schon mal was vorbereiten. Damit mein Soundboard gleich nicht wieder komplett aufmachen muss. Wenn irgendjemand von den Zuschauern oder auch Nergorix, hast du irgendeine Möglichkeit, wo man ganz normale Vanilla-Coke bestellen kann, ohne dass die irgendwie so ohne Zucker oder mit extra biofreundlichen Guarana oder irgendwie das Ding heißt. Ganz normal Vanille-Coke in einem Satz. Warum sehen wir jetzt eigentlich schon eine Postkarte für Israel? Das ist überhaupt das nicht das, was dran ist. Ja, aber für Israel. Tutti frei, tutti frei, tutti frei. Warum ist der Sound jetzt aus? Das war mein Soundboard, das war doch nicht das Lied. Aber jetzt nicht. Jetzt hab ich vergessen, das Ding zu bauen. Mann, ich bin jetzt auf einmal hinten dran. Un bloody Mary, por favor. Wahrscheinlich hast du das vor 5 Minuten gedrückt. Nee, deshalb hatte ich kurz Clap drin, damit das Soundboard schon mal vorlädt. Boah, das ist aber auch nicht gut gesungen. Nee, das ist ja, das ist sehr schade an diesem Lied. Das hat so viel Potenzial, vor allem, weil sie sich auf dem Bürostuhl hin und her drehen. Tutti frei, tutti frei. Aber sie singen echt scheiße. Ja, sag ich doch! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh Gott. Jetzt kommt Tutti frei. Tutti frei, tutti frei, tutti frei. Und? Un bloody Mary, por favor. Und dann dudel du dudel du du. Ach. Aber das Schlimme ist, ich kann das nicht guten Gewissens weiterwählen. Weil das ist einfach zu ja, schlecht. Manchmal gibt es auch solche Lieder, das muss man einsehen. Also mir gefällt das, aber eigentlich. Ich kann das nicht guten Gewissens weiterwählen. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ist es auch mein Platz 619, ist jetzt auch nicht so weit oben. Und das ist eigentlich für die gesangliche Qualität ist Platz 619 noch aber sehr frech. Nee, aber sehr gnädig. Ja, absolut. Was war das? Oh, Leute. Tutti frei! Un bloody Mary, por favor. Jetzt hört das der Zing auf. Aber Plusquamperfecto finde ich auch geil. Was auch immer die da singen über das Plusquamperfekt, aber ein Lied über das Plusquamperfekt, ja, muss ja gut sein. Oh, viele Linge, viele Linge, viele Linge, lecker Linge. Kann ich vielleicht bumsen? Ja, ich hab einen Link gebumst. Naja, geben das eine. Ja, würde ich auch sagen. Tutti frei, tutti frei, tutti frei. Wir haben dann das war ein Keychange, glaube ich. Ja, so ein leichter Keychange. Ein leichter Keychange. Ist ja nicht so, als gibt es nur entweder gibt's einen Keychange oder nicht. Ist ein leichter Keychange. Warum war ich gerne an einem Wohne? Ich wohne in einer, an einem Wohne. So sehr gern ich das Lied aus anderen Gründen habe, ich muss es leider aus der Wertung aus. Also in der Wertung von anders gut, es sind ganz oben, aber in der ESC-Musikwertung, da muss es leider raus, Herr Gubix. Also sogar eine 3. Ja. Und das Lied davor müssen wir auch noch, das haben wir nicht eingetragen. Was war denn das Lied davor? Die schwedisch singende Finnin. Ah, okay, das muss auch raus. Das war mir zu langweilig. Das ist Long Love Live Long oder was? Nee. Renato ist das. Peace, peace? Keine Ahnung, wer das ist. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Oh, der Gegner hat meinen Warp Prism gescoutet und ist jetzt hier vorne. Ob 8. Ob 8! Vom Aussehen her könnte der auch
Teil der Bee Gees sein. Bestimmt. Keine Ahnung, wer sie waren. Das ist eine Roach. Wir werden gepusht, Zarok. Hilfe! Meine Einheiten sind auf der anderen Seite der Map. Jetzt vielleicht. Aber wir halten das, oder? Ich korrigiere, ich halte das. Ja, sag ich ja. Ich habe aber nicht so viel Redenspiel. Oh. Das ist das, was da jetzt anfangs mal ankam, ist tot. Ja, ist gut. Ich bin gerade in der Gegnerbase und habe alle Linge zurückgeforst und ein paar Einheiten verloren. Der Wechsel in der Tonlage hat einiges ausgesagt. Und ein paar Einheiten verloren. Ah. Jetzt kommt er da schon wieder an mit so Dullis. Er hat meine Sentry gefokust, das war unfair. Gemeiner Schuft. Der listige Hund schlägt Haken. Mein Gott, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Du solltest hier reparieren übrigens dringend, weil da sind bestimmt Linge unten. Jetzt mal schön reinrennen. Wie kann ich denn eigentlich Supply Block sein jetzt? Ja, da hat er ein paar Linge abgestellt gegen meine Adepten mit. Jetzt kommen Roaches dazu, Upgrade. Jetzt brauche ich vielleicht bald Unterstützung. Ja, nö. Du machst das da schon. Glaube ich nicht, Tim. Wo ist er hin? Ich glaube, er defendet, weil ich mache hier ganz schön viel Schaden gerade. Oho, das sind ganz schöne Bändlinge. Das ist unschön. Bändlinge sind unschön. Ja, Bändlinge sind, glaube ich, jetzt alle tot. Besser Rock! Sehr gut. Also er hat eigentlich, glaube ich, kaum noch Einheiten. Ich habe ganz schön viel getötet. Und der andere kann keine Linge mehr bauen, weil ich seinen Pool rausgenommen habe. Ja, easy. Dann war auch gut. Haben wir das letzte Lied überhaupt bewertet? Nee. Jetzt geht's aber hier ab. Jetzt geht's wirklich ab. Das letzte Lied, das ist immer schade, wenn ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Das heißt, ja, irgend so ein 70er-Typ. Ja, dann nicht. Das heißt nämlich eigentlich immer, wenn ich mich nicht mehr dran erinnern kann, dass das nicht so gut war. Weil sonst könnte ich mich dran erinnern. Oh, ich freue mich auf das nächste Lied. Thank you both for the music! Aber erstmal hören wir sie ist auch von der Bühnenpräsenz ist sie auch wieder gut. Was hat sie eigentlich schon wieder an? Nichts. Und der Typ im Hintergrund, der sieht so aus, als würde er nichts anhaben, aber er hat, glaube ich, was an, oder? Also nicht der. Ja, der hat irgendwie so, das sieht ja so ganz schön aus. So, du musst auch mal annehmen, was ist denn hier heute los mit dir? Bist du hier abgelenkt von was anderem? Nee. Oh, Konfetti. Ja, was sagst du zu diesem Lied? Ja, das muss musikalisch leider auch raus. Aber jetzt kommt der große Klassiker. Aber die sind ja noch gar nicht fertig. Ich meine, wenn eine Bühnenshow wäre, das absolut, sagen wir mal, Top 50. Auch von dem Outfit her.
Das geht ja noch weiter. Ja, die will nicht aufhören. Das ändert es aber nicht. Die spielt nicht, bestimmt als Terraner. Die weiß nicht, was Schluss ist. Aber gleich kommt das große Gelied. Leider wirst du dem eine 3 geben, aber das ist mir egal. Ich mute dich, glaube ich, einfach während der Minuten. Das ist halt musikalisch nicht so gut. Das ist einfach scheiße, dieses Lied. Ich kann halt auch nicht singen. Also, ganz ehrlich, das Einzige, ich kann gar nicht singen. Das Einzige, was das Lied gut macht, ist das Outfit von der Sängerin. Ich meine, auf die Kollegen dahinter könnte ich verzichten, ja, vor allem auf ihn da. Vor allem mit diesem Cap-Band. Das ist eine Rüstung, ne, übrigens. Mitri. Wann finden wir jetzt endlich mal wieder ein Spiel? Das ist doch auch schon wieder doof. Stück Grüben. Vote for the Music. Thank you, Vote for the Music! Genau. Die kommen ja jetzt, oder? Ja! What? The ear and Africa. Cool to die. Ich liebe diesen Akzent. Ich glaube, ich kann mich da noch dran erinnern, dass das auch nicht so gut war. Das ist ein geiles Lied. So just be nice, so I think warum twice. Warum sehen wir erst eigentlich jede zweite Sängerin so aus, als wäre die bei den Monroes dabei gewesen? Oh nee! Ich kann nicht den im Kettenhemd wieder haben. Das sieht aus wie einer von den Wiggles. Just be nice. It's been a long time since I das hat... nee. Alter. Das tut in meinem Musikherz tut diese Art von... in Anführungszeichen... Du hast keinen Geschmack. Musik einfach weh. Der nennt sich Musiker und redet einfach nur. Dieses komische braune Schokoladelied weiter und nicht diesen Klassiker hier. Komische braune Schokoladelied. Ja, den komischen Portugiesen, der da rumjallert. Den hast du weitergevotet. Aber das wusste ich schon vorher, dass du das Lied nicht voten wirst. Rap ist nicht Musik. Das ist wie Kochen. Doch. Kochen ist nicht What? Backen. Did you learn at school to die? That's what the teachers used to say. Used to say. Sie können einfach auch Do they? Why? Did I always give advice? Say just be nice, so I sing twice. Das ist überhaupt Cockney-Akzent oder was ist denn? Ich hab das Gas vergessen. Ich war mal Marine First, hab ich mir überlegt. Ich kann mir die Augen nicht von diesem Video nehmen. Ist ja auch einfach zu gut. Das, der Song nicht, aber die Kulisse. Warum ist da jetzt Blaulicht? Was ist da los? Weil die Kids doch kein Crime tun sollen. Hat er doch gesungen. Kein Crime tun. Nicht meine Echse nehmen. Du bist jetzt übrigens unglaublich laut für mich, weil ich die Musik laut gestellt habe. Das ist meine Echse. Nicht meine. Du bist so ein schlechter Teamspieler. Ja, du magst das Lied ja auch nicht, dann hast du es nicht anders verdient. Nee, ist richtig. What? Wenn der eine vom von den Wiggles da nicht dabei war, dann wäre das ja okay. Ich hab doch nicht don't understand, do they? Why? Did I always give advice? So just be nice, so I think twice. Das Schöne ist bei diesem Lied, kann man auch einfach mitsingen, weil schlechter singen als sie kann man ja eh nicht. Also. Alles gut. Go for the music! Go for the music! Nee, Nergo, das muss aber raus. Ach, Frechheit. Ich bin dafür, dass wir im Finale nochmal so Wildcards hinzufügen. Das hat mit Musik nichts zu tun. Das sieht schon wieder nach Deutschland aus. Ja, der ESC ja, aber. Ja, ja, manche. Stimmt, die haben wir dann ja auch noch gar nicht zusammen verglichen, ne? Weil die habe ich seit dem letzten Mal gehört. Jetzt muss ich mal eben den Ton wie Leiter machen, damit ich hier nicht so rumschreie. Der Nergorix ist ein sehr musikintensiver Mensch. Ja, ich habe ja neue Kopfhörer auch. Und mit diesen Kopfhörern höre ich mich selber nicht mehr so richtig. Und ich glaube, das rede ich generell lauter. Ich kann auch noch den Anti-Flugzeugmodus, wie heißt das? Der Anti-Flugzeugmodus? Ja, hier, wie heißt denn das? Noise Cancelling kann ich anmachen. Dann höre ich mich gar nicht mehr.
Ich habe aber, wenn ich irgendwo in der Arbeit Musik höre, tatsächlich lieber Voice Cancelling an als nicht, weil dann stört mich auch keiner. Das ist sowieso mal gut auf der Arbeit. Wenn einen keiner stört, dann musst du gar nichts machen am besten. Ja, und wenn du dann gerufen bist, sagst du, was? Ich hab dich gar nicht gehört. Ich musste arbeiten, ich hab mich konzentriert, ich hab das nicht wahrgenommen. War so im Flow. Genau, ich war so im Workflow. Oh Mann, ich vergesse alles. Na gut, da musst du reißen. Ja, ich spiel Mass Voidray. Wir haben sowieso zu viel gewonnen in diesen ersten anderthalb Stunden. Und dann auch noch Tutti Frutti. Guck mal, die sehen so aus wie, weiß ich gar nicht. Oh nee, das ist ein Halluzinierter hoffentlich. Die sehen aus wie aus den 70er Jahren. Was ist da los? Ist das so ein Flashback an die 70er Jahre? Ich glaube ja. Diese Top-Frisur, diese Uhura-Frisur da. Lass mich mal raus. Ich muss raus. Un Bloody Mary, por favor. Hey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Un Bloody Mary, por favor. Key Change. Nergo Bonuspunkte. Ja, aber leider ist dieses Lied dann doch ein bisschen schief. Also. Das ist 70er Jahre, Nergo-Mix, da war alles schief. Das ist nicht 70er Jahre, das ist 2011. Nein, aber das ist eindeutig ein Flashback an die Zeiten, als noch alles in Ordnung war. Als noch das Benzin noch 20 Cent gekostet hat. 20 Cent, Zarek? Wo lebst du denn? Ja, das sind ja 50 Pfennig. Meine Eltern, die rechnen immer noch um. So alt sind deine Eltern schon. Meine Oma hat das auch immer gemacht. Ich dachte, meine Eltern sind schon ziemlich alt. Nee, die rechnen, das ist, das wenn ich irgendwie überkaufe und ich sag dann, ich bin jetzt zu Besuch, und ja, ich hab das gekauft. Das waren 120 Mark! Wo ich mir denke, das ist Unsinn, weil das gibt es nicht mehr. Das stimmt. Das wäre genauso, wie wenn du jetzt einen Reichsmark umrechnest. Das bringt dir auch nichts mehr. Und vor allem, wenn das heißt, ja, dann ist ja alles so teuer geworden. Ja, ist es, aber du hast auch damals nicht 1000, sondern du hast damals 100 irgendwas verdient. Naja. Das vergisst man immer. Das vergisst man immer, genau. Ja. Schaltet ein. Achso, wir müssen das letzte Lied noch bewerten. Das war die. What the fuck? Das letzte Lied ist, das war diese 70er-jährige Top-Frisur, das ist raus. Gut, ich bin gerade beim Gegner, aber mach ich kurz. Jetzt kommt Jamaika. Oh, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gehört. Ich mag das Bob Marley-Lied. Benötigen Unterstützung. Gibt ein leichtes Problem. Warum? Ja, Phoenix ist. Er hat den sind gleichen... zwei wollte jetzt nach vorne geflogen. Nein, er hatte nicht die gleiche Idee, er hat mich einfach gescoutet und reagiert. Dun, 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 dun. And now please stand up for the national anthem of Jamaica. Könntest du bitte in meine Eco gehen und bei deiner Main solltest du dringend Anti-Air haben. Also Static Defense bitte. Ich bin auf dem Weg nach Static Defense. Und mehr Gas. Erinnert das so ein bisschen an Monkey Island. Monkey Island, hast du gesehen? Der ist ein neuer Teil von Ron Gilbert. Ja, Rix, ich dreh du. Darfst du nicht immer so excited sein, dann schreist du immer so. Ja, kenn ich irgendwoher. Ja, aber ich bin für wichtige Sachen excited, wie den ESC zum Beispiel. Und nicht irgend so ein komisches Monkey Island. Du bist echt, ich hab irgendwann mal das erste Monkey Island gespielt, in der DOS-Box. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend, um echt zu sein. Naja, du musst das sagen, du findest das nicht beeindruckend, weil du hast halt schon so was Sachen gemessen. Premium-Spiele wie Autos bauen mit WD-Werke gespielt. Ja, genau. Aber das war früher, in den Early 90ern quasi, war das der Shit. Ja, du darfst das ja nicht vergessen, das ist ja nicht erst. Ja, ich verstehe das, aber ich bin halt nicht so alt. Also ich bin schon alt, aber...
So alt dann auch wieder nicht. Und ich habe Monkey Island auch gespielt. Ich fand das, wenn ich ehrlich bin, Point-and-Click-Adventure-mäßig auch nicht so schlecht. Also, es ist von der Steuerung her gewöhnungsbedürftig in der heutigen Zeit. Ja, gebe ich dir absolut recht. Wir müssen eigentlich gleich nochmal vernünftige Spiele aufnehmen, Sarah. Aber erstmal müssen wir... Schiffe bauen wie die Werke! Ja, zum Beispiel. Und Patterson und Findus müssen wir auch unbedingt mal machen. Ach, das ist das dieser Typ mit dieser Katze da? Ja. Wir haben auch ganz klasse Videospiele, also für Kinderverhältnisse. Hier sind ganz viele Einheiten bei uns in der Base. So, also ich habe die Lufthoheit. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch die Bodenhoheit. Ja. Kommt denn da hinten an? Oh, cool! Vor allen Dingen sind hier ganz viele Linge. Du läufst und läufst und läufst. Wo rennst du eigentlich hin? Ich weiß nicht, ich hab du bist den längsten verloren. Weg der Welt gelaufen. Oh, hey, cool. Naja, das krieg ich schon tot. Du hast doch die Luft durch. Ja, also aber hab ich gehört. Nicht so Gerüchte. Da gehen so Gerüchte um. Dass du Luft durch hast. So, jetzt das hab ich auch plus 2. Das liegt da gerade, da krieg ich jetzt 2. Ich mach, das ist die Nationalhymne von Jamaika. Man darf das nicht vergessen. Wie viele Spore-Crawler kann man bauen? Ja. Ja, die machst du mal lieber fertig. Das ist, glaube ich, besser. Kannst du die Banelinge verhindern vielleicht? Nein, ich bin hier gerade im Fight mit wichtigen Einheiten, nicht mit Baneling. Alter. 80.000 Spine-Crawler. Ich habe den Protoss hier gerade ausgeschaltet. Okay. Das war nicht schlecht, übrigens. Du bist ein richtig guter Spieler. Da kommt ziemlich viel auf dich zu, übrigens. Ja! Aber da brauche ich ja. Ich wollte dir gerade helfen, aber du hast es ja im Griff. Ja, aber ich habe ja gesplittet. Wie nochmal was? Jetzt müsst ihr mir mal gegenheilen langsam. Danke. Komm mal ins Rewind gucken, wie ich da gesplittet habe. Unbedingt, das müssen wir jetzt machen. Muss man bitte angucken, ne? Ja, aber dann musst du aus dem Spiel raus erst. Achso, warte, ich bin im Rewind. Jetzt mache ich Seeking. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Da jetzt Quit Replay. Wie hast du das denn eigentlich gemacht? Bist du nicht mehr in meiner Gruppe? Die Spielersuche wurde von Zarg abgebrochen. Ich habe sie nicht mal angedrückt. Wie hast du sie denn abbrechen können, wenn ich sie nicht mal erlaubt habe? Weiß ich nicht. Das Lied ist auch schon wieder so langweilig. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass doch eins läuft, wenn ich ehrlich bin. Die sieht aus wie meine Schwägerin. Also im besten Fall ist das so eine Musik, die du irgendwie, wenn du gerade isst, im Hintergrund laufen lässt. Alter, dieses Interface, das ist ja mega friemelig. Na gut, ich sage, gegen Küppe und Serpio. Oh Gott, da wird man wahnsinnig wichtig, das machen. Da kann man vielleicht auch nochmal gucken, was ich da für einen Weg gelaufen bin, weil du gesagt hast... Ja, du bist einfach, statt mir zu helfen, bist du hier außen rum irgendwie im Kreis gelaufen. Also ich muss auch sagen, ich hätte auch ansagen können, dass ich angegriffen werde, aber ich dachte, das... Wie kann ich gleich nochmal sagen, dass ich deiner Kamera folgen möchte? Du kannst nur meiner Kamera spielend folgen, die im Spiel ist. Das andere geht nur, wenn wir live dabei sind, glaube ich. Ich glaube, ja, was ist das denn? Wenn ich 1 drücke, dann ist der Kollege ganz rechts. Wenn ich 2 drücke, dann ist der Kollege... Ist das arabisch oder was? Was? Das ist Team 1 und Team 2 einfach, dann heißt es... Ist ja nicht unbedingt das Team 1 oben spawnen. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. So, die Obbys, die hören wir aber gar nicht. Was ist das für eine Postcard? Also du musst dieses Lied noch bewerten, das Belanglose. Das war... Das ist raus. Gut. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich mal hier rumlaufen. Erst kommt mein grandioser Angriff mit den Void Rays und mein Recall. Aber ich habe, glaube ich, ziemlich viel gerettet. Erik Bankwischt.
Dass wann du kommt denn nicht bei dieser Angriff? Soll an deine dritte Oh, Bara und Elskame. Oh. Ist auch ein geiles Lied, Cyrock. Ja, mal gucken. Schwedische Boyband aus oh, den ja. 90ern. Das hat was. Uff. Da kommt der Angriff, Herr Gerüchs. Ah, langsam. Erstmal kommen jetzt ganz schön viele Bailinge. Aber die sind alle in meinem Nexus explodiert. Das ist doch schon mal gut. Du hast die Luftverhalter, genau. Und ich habe den Boden für dich gemacht. So, und jetzt. Jetzt laufe ich quasi da. Verteidige rum. Ich hier und du rennst jetzt da so rum. Ja, ich geh jetzt nach oben da. Jetzt meine Fliegerdinge entscheiden sich jetzt da nach unten zu fliegen. So, und jetzt bin ich auch schon da. Der untere Weg war ja nur minimal schneller. Naja. So. Jetzt muss man meine Split-Action noch sehen. Das war Premium. Ja, und das Lied musst du auch beachten. Uff da. Da fliegt Nergo schon vorbei durch die Kamera. Da habe ich gesagt, du sollst die kaputt machen. Ja, da hatte ich so auf die Voltress ausgewählt und dann konnte ich nicht so viel liften. So, jetzt müsste gleich das Split kommen. Ja, da noch nicht. Da ist noch eher so. Da bist du noch komplett geklumpt reingerannt. Da ist Training. Da habe ich Le Quen rausgenommen. Okay. Jetzt habe ich gleich die Klumpen. Ja, ich kann gerade nicht so gut gucken. Ich gehe zu sehr ab. Da, jetzt stehe ich da rum, ne? So, jetzt pass auf, jetzt passiert's. Da! Wow. Guck dir an, wie genial dann auch, da! Breite Front aufbauen! Und jetzt kommt da, glaube ich, auch irgendwie. Drei Einheiten greifen an und rennen wieder weg. Ah, jetzt kommt er! Auf Creep! Jetzt hast du es gemerkt. Oh, und dann zieht er sogar nochmal Einheiten weg. Meine Güte, und jetzt rennt er nochmal wieder rein. Kurzer F2-Move. Key Change! Ach, schönes Spiel. Und schönes Lied. Gabe. Ich finde das auch fetzig. Die Frisur von dem Links ist auch toll. Hohe Stirn wie ich, aber lange Haare wie Nergo. Ja, absolut. So sehe ich auch aus aktuell. Bin auch so groß und schlank und... Das passt schon. Verloren ist, finde ich, auch ein schönes Wort. Da hat man Scooter. Dann ist Legolas. Das war's übrigens jetzt für heute. Und er ist der hohe Stirnmann. Denkt immer dran. Das sieht aus wie der eine von den Grünen. Wie heißt der denn, dieser? Hofreiter. Ja! Macht's gut. Tschüss.